herzlich willkommen zu einer neuen Folge von AniTV. Heute gibt es mal eine recht kurze Folge. Ich denke mal, das ist nicht weiter schlimm. Es gibt eine Folge eigentlich nur für Eisenbahnfans. Hier war nämlich eine Dampflok zu Gast. Und zwar wurden von den Eisenbahnfreunden in Kleinmana, das ist bei Salzgitter, wurden hier Dampflokfahrten angeboten. Und da deren eigene Dampflok noch in Meining steht, zur Reparatur oder zur Ausbesserung oder was, sind die Eisenbahnfreunde Stassfurt eingesprungen mit ihrer Güterzuglok. Und und diese Lok, diese 44 14 68/8, hat dann eben den Zug gestern nach Wernigerode gezogen zum Eisenbahnfest der Harzer Schmalspurbahn. Und heute gab es eine Schnupperfahrt nach Salzgitter. Ja, ich würde sagen, ich habe gestern in Saarstedt auf dem Bahnhof gestanden. Gucken uns erstmal an, die Ausfahrt. Es gibt nur Ausfahrt. Ich habe leider noch nicht mehr gefilmt. Also es gibt nur die Ausfahrten aus Saarstedt an. Ja, heute gab es die Ausfahrt aus Hannover Hauptbahnhof nach Salzgitter. Das war eine Schnupperfahrt. Der Zug fuhr allerdings entgegen meinen Erwartungen nach Westen aus dem Hauptbahnhof raus. Also das heißt über Ahlem und Davenstedt. Er musste also über die gesamte Güterbahn fahren. Und wie gesagt, bei mir vorbei hier in Davenstedt. Hier ist es also nicht weit von hier. Die Eisenbahnlinie und dann über Badenstedt. Und dann fuhr er natürlich auch durch den Bahnhof Fischerhof. Und da habe ich dann auch nochmal hinplatziert und da eine rasante Vorbeifahrt gefilmt. Ist zwar nicht viel, muss ich gleich sagen, aber ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß.
das war's auch schon wieder. Das war nicht viel, nur kurze Szenen. Ich habe leider nicht mehr. Ich müsste mich mal da tiefer in die Materie tiefer eintauchen, mich da mehr mit beschäftigen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Macht's gut erstmal, bis nächstes Mal. Ich überlege schon mit dem Eisenbahnverein, die bieten auch eine dampfbespannten Sonderzug an nach Hamburg. Wenn die Queen Elizabeth und die Queen Mary da ist, also die beiden großen Pötte, diese Schiffe. Und überlege schon mitzumachen. Das könnte man dann auch mal in Andi TV packen. Aber was jetzt als nächstes kommt, das weiß ich noch nicht. Das schauen wir mal. Ich habe ja schon wieder einiges auf Lager. Wieder ein bisschen was Riskantes. Na, schauen wir mal. Auf jeden Fall wünsche ich erstmal eine schöne Zeit. Tschüss, macht's gut.